Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Kamsin. Heute ist der Tag, heute geht es los mit dem ersten DLC, die türkisgrüne Maske. Ich war schon so fleißig und habe mal vor unserer Akademie abgespeichert. Habe auch noch ein weiteres Teammitglied mitgenommen. So gern ich Donny und der Koraidon auch im Team habe, werden wir ihn wohl doch wohl oder übel öfters mal zum Reiten brauchen. Und wir kriegen anscheinend auch schon einen kleinen Anruf. Hallo Sura, ich bin's, Jim. Wie geht's? Wie steht's? Hallo. Entschuldige, dass ich dich einfach so anrufe. Du bist sicher schwer beschäftigt, aber glaub mir, es lohnt sich, dass du den Anruf angenommen hast. Es ist nämlich so, dass unsere Akademie jedes Jahr zu dieser Zeit eine Exkursion veranstaltet. Und zwar in Zusammenarbeit mit einer anderen Schule. Und ob du es glaubst oder nicht, du wurdest als Teilnehmer auserwählt. Dieses Jahr geht die Reise in die östliche gelegene Kitakami-Provinz. Da sie ziemlich weit weg liegt, ist die Anzahl der Teilnehmer diesmal besonders beschränkt. Du hast also echt Glück, dabei zu sein. Komm bitte in die Eingangshalle der Akademie, dort erhältst du dann alles weitere an Details. Oh, und du bist natürlich nicht zur Teilnahme gezwungen, aber das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit. Also, okay, falsch schon. Also dann, wir sehen uns. War eigentlich ganz gut, dass ich hier das Gespräch habe, so brauche ich nicht allzu weit lautschen. Und zwar habe ich unser Daugram hier mitgenommen. Es ist zwar immer noch auf 75, aber das ist egal. So. Ich glaube, ich muss mit dir sprechen. Moment, bist du einfach... Ja, du bist es. Du wirst doch für die Exkursion ausgewählt. Wie war der Name noch gleich? Hey, ich bin Sura. Ah, Sura. Na, du steckst ja voller Energie. Welch eine Ausstrahlung. Oh, du hast ja einen Terra-Kristall auf. Das sollte mich wohl bei den Schülern einer Akademie hier in Paldea nicht überraschen. So reich an Ressourcen wie diese Region ist, oder handelt es sich bei dir etwa um einen besonders talentierten Schüler? Och, eigentlich normal hier. Ach, entschuldige bitte, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Miss Brianna, entschuldige die Verspätung. Oh, du bist ja schon hier so. Du hast echt ein Riesenglück, dass du gleich in deinem ersten Jahr auf Exkursion geschickt wirst. Ich würde nur zu gerne mitkommen. Oh je, Verzeihung, Miss Brianna, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nun, wie du eben gehört hast, lautet mein Name Brianna. Ich bin Lehrerin an der Blaubeerakademie. Diese Schule liegt in der Einhallregion. Aha. Und Miss Brianna ist dort für den Lehrplan zuständig. Dieses Jahr betreut die Blaubeerakademie die Exkursion. Daher bin ich gekommen, um dich abzuholen. Die Kitakami-Provinz ist für ihre Ländlichkeit berühmt. Sie mag etwas abgelegen sein, wird aber auch ein paar wundersame Geheimnisse. Und es wurde dort sogar dieselbe Energie wie die der Terra-Kristallisierung hier in Paldea nachgewiesen. Ich freue mich bereits darauf, das näher zu erforschen. Also neben meinen Pflichten als Betreuerin versteht sich. Irgendwann würde ich ja auch nur zu gerne mal den Schlund von Paldea erkunden. Ah, also dafür bräuchten Sie die Erlaubnis der Pokémon-Liga und von Direktor Klavel. Selbstverständlich, dessen bin ich mir bewusst. Ich habe mein Gesuch bereits eingerichtet und hoffe auf eine freundliche Nachricht.
Oh, entschuldigen Sie mal, da haben wir doch einfach über deinen Kopf hinweggequatscht. Als wenn ich das nicht gewohnt bin. Um wieder auf deine Exkursion zurückzukommen, entschuldigt, ich bin mir nämlich gerade vorhin erst aufgestanden. Und diese Reise einfach als eine Schatzsuche jenseits von Padea an. Was für eine Gelegenheit. Zeigst du mir bitte kurz deinen Smart Router, dann aktualisiere ich fix den Punkt mit deinem Punkt Excel. Dein Pokédex wurde um den Kitakami Pokédex. Ihr wisst, was das heißt. Noch weitere Pokémon sammeln. Jetzt kannst du auch all die Pokémon registrieren, denen du Kitakami begegnet wirst. Die Erlaubnis der Mutter haben wir bereits eingeholt. Hey, darf ich sie nicht selber fragen? Dein Abenteuer steht also nichts mehr im Weg. Viel Spaß und gute Reise. Signor Jones war nicht eine Seele vom Mensch. Seine Begeisterung ist geradezu ansteckend. Also dann super. Es ist ein weiter Weg bis zur Kitakami-Provinz. Die erste Etappe legen wir per Flugzeug zurück. Und dann geht es mit dem Bus weiter. Gib mir bitte Bescheid, sobald du bereit bist, nach Kitakami aufzubrechen. Als wenn ich nicht sofort bereit bin. Bist du bereit für deine Reise in Kitakami? Gerade wieder. Sehr schön. Sobald der Rest der Truppe eintrifft, brechen wir auf. Mir wurde gesagt, dass die Teilnehmer per Los ausgewählt wurden. Es ist also möglich, dass ihr euch heute zum ersten Mal streiten. Als Betreuerin ist euer Wohlergehen natürlich meine absolute Priorität, doch ich hoffe auch, selbst etwas aus dieser Reise ziehen zu können. Da fällt mir ein, ist dir das Kamesin-Buch ein Begriff? Ja. Kein Wunder, es ist schließlich das bekannteste Esoterikbuch des Jahrhunderts. Bei dem Verfasser dieses Buchs, Alonso, handelt es sich um meinen Vorfahren. Daher habe ich das Privileg, im Besitz seines Originalmanuskripts zu sein. Sieh mal, in der veröffentlichten Printausgabe sind diese Seiten verschmiert und kaum lesbar. Als ich mich allein wieder fand, war mir, als hätte ich tief im Schlund ein seltsames Etwas entdeckt. Ich wusste weder, ob es ein Pokémon war, noch ob es überhaupt lebte. Seine Hülle bestand aus zahllosen geschichteten Sechsecken, die heller funkelten als Edelsteine. Seiner Gestalt glich dieses Etwas einer Scheibe. Ich gebe diesem Wesen vorläufig den Namen Terrapagos. Wenn ich mich nicht täusche, könnte es sich bei der Substanz seines Körpers um die Ursache dafür handeln, dass Pokémon kristallisieren und leuchten. Darauf abgebildet ist ein Pokémon namens Terrapagos. Es handelt sich dabei um ein rätselhaftes Pokémon, dem Alondo begegnete, als er in den tiefsten Tiefen von Zone 0 vordrang. Die meisten Menschen halten das jedoch von nichts als Unsinn. Mein Traum ist es, Terrapagos zu finden und zu beweisen, dass Alondo die Wahrheit sprach. Allerdings habe ich bisher noch nicht die Erlaubnis erhalten, Zone 0 zu betreten. Aber das macht nichts. Ich konzentriere mich darauf auf das, was ich im Moment tun kann. Ist Brianna wieder bereit? Sehr schön, dann wären wir vollzählig. Also dann, alle miteinander brechen wir auf nach Kitakami. Ich hoffe, ich kann später immer noch dorthin. Schatz von Zone 0, Teil 1, die türkisgraue Maske, der grüne Maske. Gottes Willen.
der Waffel kläfft. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind da. Ich hätte vielleicht vorher die Tür zu machen sollen. Was soll's? Boah, mein Hintern tut richtig weh vom langen Sitzen. Erst der Flieger und dann noch der Bus. Ja, das war wirklich eine lange Reise. Aber wir haben niemanden unterwegs verloren, richtig? Sind noch alle da? Logo! Wenn das so ist, willkommen in der Kitakami. Hier werden wir während unserer Exkursion die Zeit verbringen. Oh, da sind wir schon. Jammer. Ich bin übrigens selbst auch zum ersten Mal hier. Die Ländlichkeit ist wahrlich atemberaubend. Da sehe ich auch nur den normalen Filino. Vor uns liegt das Dorf Midoriya. Es wird uns quasi als Basis dienen. Miss Begana, geht es nicht so gut. Oh je, der Ärmste. Du Ärmste. Das wird wohl die Reisekrankheit sein. Dann lasst uns erst einmal eine Pause einlegen und die schöne Landschaft genießen. Sogar dürfte ich dich um einen Gefallen bitten. Könntest du dich schon mal nach Midoriya aufmachen und dem Verwalter im Gemeindehaus von unserer Ankunft entrichten? Und sag ihm bitte auch, dass wir jemanden dabei haben, dem es nicht so gut geht. Selbstverständlich. Wunderbar, danke dir. Ich kümmere mich dabei um unseren Patienten. Kartenwechsel. Also die Karte ist ja fast genauso groß wie die von Dings. Wenn du innerhalb der Karten-App die L-Taste oder R-Taste drückst, kannst du zu einer anderen Karte wechseln. Orte mit einem Flugsymbol kannst du per Flugtaxi erreichen, auch wenn du dich gerade nicht auf derselben Karte wie diese befindest. Okay. Oh, ein Fischchen. Fragezeichen aufkommen. Hatte nicht schlecht. Egal, wir müssen uns beeilen. Du kannst jetzt nicht auf Donny reiten. Was? Wieso kann ich jetzt nicht auf Donny reiten? Ach ja, ich wollte mir ja mal den Pokédex angucken. Kitakami Pokédex. Wow, hier habe ich schon 100. Nur angefangen, cool, dass ich das gleich übernimmt. Ich glaube, dann wird es nicht so lange dauern, diesen Pokédex zu füllen. Salmagnis gibt es. Lol, dafür gibt es jetzt einen extra Pokédex-Eintrag? Ja, stimmt, ich habe das Weibchen hier. Und wir sehen, seine Akkenossen umhüllen seinen Körper und werden zu der Antriebskraft, die es selbst durch reißende Stürme schwimmen lässt. Cool. Weißt du, wir müssen uns eigentlich beeilen. Komm her. Boah, was für eine geile Musik. Ich habe noch ein paar gute Flottbälle. Scheiße, ich muss Flottbälle da kaufen.
Und registriert. Hey, genau. Ich bin gerade bei mir überlegen, Dragoran durch die Pfiffchen auszuwechseln. Ich würde gerne Magnail mit dem Team haben. Ja, und dann nenne ich es Pfiffi. Pfiffi mit dem Team. Was ist denn meins hier? Ich soll mich beeilen, aber es wurde nicht gesagt, dass ich nebenbei noch ein paar Pokémon fangen darf. Du willst kämpfen? Okay. Hier, nimm das. Hast du gut gemacht. Komm. Lol. Was? Hey, hallo, ich will kämpfen. Nicht. Das ist eine normale Felino, habe ich schon. Du bist direkt auf der richtigen Höhe, mein Freund. Oh yeah. Perfekt. Registriert. Flip. Wer ist denn Nummer 1 und 2? Ja, und da treffen wir auch schon gleich die nächsten beiden. Sieh mal. Hey, du bist von dieser Akademie in der Padea-Region, oder? Wie cool. Bei Stelvio. Ich bin Hanna. Und den Fritten wie dich lasse ich nicht einfach so nach dem Midoriya spazieren, nicht da. Wenn du trotzdem unbedingt ins Dorf willst, müssen wir das wohl in einen Kampf kriegen. Oh, Hanna, komm schon, du willst doch einfach nur kämpfen, das ist nicht fair. Halt die Klappe! Warte, mein kleiner Bruder, einfach nicht. Menno. Also dann, mach dich bereit. Weißt du, dass du meine Schulkameradin echt ähnlich bist?
Aber wenn du kämpfen willst, von mir aus. Willkommen in Kitagami. Zur Begrüßung gibt's gleich mal Eis auf den Deckel. Es tut mir ja echt leid, aber... Du wirst verlieren. Ach, wir wollen mal nicht zu stark angreifen, ne? Na gut, mit unserem Level 100er Team werden wir hier auch mehr oder weniger durchrushen. Also? Geist sein, ne? Flammblitze. Oh, da kennt sich wohl jemand mit dem Typ Beckel und zwischen den Typen aus. Selbst wenn ich jetzt keinen starken Typ dagegen hätte, hätte ich gewonnen. Turbo-Tempo. Wow, gefahren. Du hast echt meine Schwester besiegt. Und kann dich nur verlieren. Sagen wir einfach, du hast meine Prüfung bestanden, gerade so. Nun ja, jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dich ins Dorf zu lassen. Aber ich habe hier das Sagen, klar? Hey, was geht dir vor? Na toll. Komm, Jo, Zeit zu gehen. Aber... Ah, hallo. Du bist ein Schüler von der Akademie in Padea, habe ich recht. Ich bin der Verwalter diverser Einrichtungen im Dorf und zudem dafür zuständig, dass ihr euren Aufenthalt hier voll und ganz genießen könnt. Ich hoffe, die zwei haben von eben waren nicht nett mit zu. Ach ja, war bloß ein kleines Kräftemessen. Diese beiden schleppten immer wieder Unruhe, vor allem Hanna. Tut mir leid, falls sie die Ärger bereiten haben. Alles gut. Was sagst du da? An der Bushaltestelle wartet ein kranker Schüler auf Hilfe. Ich werde sofort nach dem Wächten bringen. Geh du ruhig schon mal vor zum Gemeindehaus. Bis gleich. Okay, das soll wohl das sein, ja? Ich würde gerne noch mal ein bisschen umschauen. Allerdings soll es das auch für die erste Folge gewesen sein. Komm raus, mein Freund. Wie er sich freut. Endlich rumlaufen. Nun gut. Dann soll es erstmal für die erste Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, war jetzt noch nicht viel, aber könnt ihr mich gerne mit einem Abo auf den Kanal unterstützen. Ansonsten auch gerne einen netten Kommentar oder einen netten Kommentar hinterlassen. Tut nicht viel, kostet nichts. Vergesst dabei aber auch natürlich auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video, was den netten YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Und rechts ist die Playlist zu Pokémon Karmesin.
Ich werde gleich noch eine zweite Folge aufnehmen, weil ich euch gerne zwei Folgen für heute geben möchte. Ansonsten macht es mal gut und haut rein. Ciao.